So, komm. Hallo, Eisentakos. Hier sieht man auch, das dürfte die komplette Eisenrüstung sein. Mit Großschild und... Es ist gar nicht, es ist nur ein anderer Schild. Wüsste ich jetzt gar nicht, was das für ein Schild ist. Oder... Ich bin gerade dezent verwirrt, aber naja. Es gibt auf jeden Fall noch einen größeren Schild, den ich eigentlich meinte. Und das war der von den dicken schwarzen Rittern. Komm mit Eisentakos. Du bist so auch so einer. Ja, du bist ein NPC, das sieht man direkt. Rennt genau unter mir her, das ist ein NPC. Das tut jetzt aber gerade nichts zur Sache. Ich möchte hier durch. Die Frage ist nur, nehme ich dafür? Ja, nehme ich dafür. Innere Kraft an. Ich werde nur raus, hier kommen Scheiß, ruf einen euch schon rein. Und durch. Eisen Golem! Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, der Axt-Team ist ein wenig nervig. Aber bei diesem Gegner kann euch eigentlich recht wenig passieren. Ihr müsst nur aufpassen, dass er euch nicht grabt. Das ist nämlich euer Ende höchstwahrscheinlich. Und das war's mit dem Eisengolem. Er ist runtergefallen. Ich sag ja, bei diesem Bosskampf kann eigentlich wirklich nichts passieren. Und 40.000 Seelen. Hey, das waren wirklich viele. Ja, ne? Ich sag mal so. Der gelbe Ring da triggert eine Cutscene. Wenn ihr noch irgendwas erledigen wollt, dann solltet ihr das vorher machen. Ihr kommt zwar auch nochmal zurück, aber das ist relativ nervig. Vor allen Dingen, weil ihr nochmal durch diese ganze nervige Burg rennen müsst. Jedes Mal. Also gehe ich jetzt einfach mal hier ran. War vorher nochmal zur Sicherheit, bevor mich mein eigener Zauber gleich umbringt. Londo. Die große goldene Stadt. Ah, ne? Hier sind wir jetzt. Und können uns freuen, dass wir hier sind. Wenn ihr zurück wollt, einfach hier hingehen, mit dem Sack könnt ihr sprechen. Genau. Der bringt euch dann netterweise zurück. Und das ist wirklich der einzige von diesen Donnerdämonen, sind das nämlich, die euch nicht töten wollen. Die anderen wollen nicht wirklich alle tot sehen. Und zwar wirklich auf brutalste Weise. Und man sieht es vielleicht schon. Hab ich... Ich meine, ich hab... Doch, oder nicht? Wo ist es denn? Nein, wie es scheint, habe ich mir das Fernglas nicht geholt, weil mit dem Fernglas würde man es jetzt noch ein bisschen besser sehen. Da unten sitzt ein Gargoyle. Und ja, der ist einen kleinen Tacken stärker als die anderen. Und hier an diesen Viechern einfach am besten vorbeigehen. Die tun nichts. Wirklich nicht. Da ist noch eine Truhe. Da könnte man rangehen. Weißt du, was hier kommt? Fick dich und komm her. Nein, so. Eieiei. Deshalb sagte ich einfach dran vorbeigehen. Alter. Scheiß die Wand an. Ich komme da nicht hinter. Doch, jetzt. Ah, scheiße. Hau doch. Klemmen wir uns den.
dachte, klemmen wir uns den. Ich will nicht, lass mich in Ruhe. Geh weg. Die Viecher gehen auch kaputt, auch gar nicht ganz so schwer. Ich stelle mich gerade nur ganz schön dämlich an. So. Puh, Leuchtfeuer. Ich wollte jetzt größtenteils auch nur nicht die 50.000 Seelen hier liegen lassen. Jetzt habe ich nämlich direkt schon mal Beweglichkeit voll und jetzt ist die Frage, tue ich glaube ich erstmal Kondition weiter leveln, damit wir ein bisschen mehr Ausdauer haben, obwohl erstmal Vitalität ein bisschen, dass ich ein bisschen mehr Leben habe. So, und hier haben wir einen Feuerhüter. Das heißt, wenn ihr noch eine Feuerhüterseele habt, die ihr noch nicht ausgegeben habt, könnt ihr den dann noch reinstopfen und sonst erzählt er einfach ein bisschen was. Und aber Anna-Londo widme ich mich in einer anderen Aufnahme. Das ist nämlich auch so eine schöne Freude. Die werde ich auch ordentlich frusten, kann ich jetzt schon sagen. Also wer sich dran ergötzt, wenn ich sterbe, der wird in den nächsten Folgen wirklich Spaß haben. Yay. Also, sag ich mal, bis zur nächsten Aufnahme. Bis dann, ich freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Euer Helixomorph. Tschüss.